bist selbst schuld. Du hast Opium vor uns versteckt. Was dachtest du, was der Kommandant tun würde? Meine Herren, es bedarf keiner weiteren Feindseligkeiten. Du bist Mahu, richtig? Woher kennst du meinen Namen? Es passiert nicht viel in Kerke, von dem ich nichts weiß. Deine Frau bekommt gerade euer zweites Kind. Und du bist Kawab. Das stimmt. Die Soldaten zahlen dir nicht genug. Das wird sehr hart, wenn dein nächstes Kind geboren wird. Für dich auch, Harry Hoare. Ich weiß, dass dein Vater krank ist. Du könntest Hilfe gebrauchen. Wer könnte das nicht? Warum lasse ich keine Geschenke an eure Familien schicken? Nur um die Dinge diesen Monat einfacher zu machen. Genug. Gut, ihr könnt weitermachen. Aber wir behalten das Mädchen. Irgendwelche weiteren Probleme und sie verschwindet. Brauchst du Hilfe? Ein Magi. Ich bin Merit Ma'at, das Oberhaupt des Dorfes. Ach, mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Mittelsmänner für Ptolemäus' Soldaten. Ich habe eine Abmachung mit ihrem Kommandanten. Opium und Honig für den Schutz des Dorfes. Er ist derjenige, um den wir uns sorgen müssen. Haben Sie eine Geisel genommen? Ha. Genau wie die Magi von früher. Wenn du ein Held sein willst, sie haben sie ins nahegelegene Militärlager gebracht. Wenn sie noch lebt, findest du sie da. Ich komme bald mit ihr zurück, Merit Ma'at. Dann kannst du entscheiden, ob ich ein Held bin. Diese Zone ist tabu. Was?
Ich freue mich schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Pass auf, hier stimmt was nicht. Bloß nichts riskieren. Was? Hey, Waffen bereithalten. Verstanden? Ich weiß, ob es hier sicher ist. Das ist das entführte Mädchen. Sie ist betäubt, aber atmet noch. Ich bringe sie hier raus. Geht es dir gut? Du wurdest betäubt. Ja, danke. Ich... Götter, der Kommandant wollte mich auf das nächste Opiumschiff setzen. Mich irgendwo hinschicken, weit weg. Der Kommandant? Weißt du, wo er ist? Ich glaube, er hat sein Lager auf einem Schiff verlassen. Mehr weiß ich leider nicht. Es tut mir leid. Alles klar. Geh du jetzt zu Merit Maat. Und lass dich von keinem Soldaten sehen. Ich sollte auch zu Merit Maat zurück. Ich muss mit ihr über den Kommandanten sprechen. Medjay, du hast das Mädchen befreit? Der Kommandant war nicht im Lager. Aber das ändert auch nichts. Sag mir, was du weißt. Mit den Soldaten und den Mittelsmännern komme ich klar. Aber der Kommandant, er ist heimtückisch. Ein Mörder. Ich wage es nicht, mich ihm zu stellen. Vor Jahren hat er schon mal eine Geisel genommen. Meine eigene Tochter. Damals hat uns kein Medjay gerettet. Er hat sie getötet, um uns gefügig zu halten. Um des Dorfes willen habe ich nichts getan. Ich habe eine Idee, wie wir ihn kriegen könnten.
Die Opiumladung fährt den Fluss entlang. Ich folge ihr, finde ihn und beende eure Abmachung. Dann möge Horus deine Klinge leiten, Medjay. Versenke sie tief. Sei nicht gütig. Der Kommandant ist so verbrecherisch wie Set. Wie ist das zustande gekommen? Wir handeln mit Honig und Opium. Güter, die die Armee nicht ignorieren konnte. Zuerst haben sie versucht, das Dorf einzunehmen. Einige unserer Männer haben sich gewehrt. Sie wurden als Rebellen und Verräter verfolgt. Die nicht getötet wurden, flohen in den Norden. Ironischerweise schlossen sie sich den Rebellen an. Wir schicken Opium und Geld, so oft es geht. Der Kommandant wurde misstrauisch. Also nahm er noch eine Geisel. Hättest du sie nicht gerettet, wäre sie nun auch tot, denke ich. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Ich verspreche es. Ich habe das Beste daraus gemacht. Bis jetzt konnte ich verhindern, dass noch jemand entführt wurde. Doch wir werden nie frei sein, solange der Kommandant lebt. Warum toleriert der Kommandant? Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, wir sollten noch ein paar ihrer Kinder entführen. Dann wird sie netter sein. Ein
Ein süßer Duft liegt in der Luft. Opium. Das ist das richtige Schiff. Ein Ladungsverzeichnis. Das Schiff lädt in Memphis ab. Dort finde ich den Kommandanten. Es muss leider sein. Der Kommandant, der Kiake terrorisiert, ist irgendwo in der Stadt. Vermutlich nahe des Hafens. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Bisher nicht. Michello, wo hast du den? Bill! Die Lieferung ist verspätet. Wenn dieses alte Weib für die Verspätung verantwortlich ist, zerstückel ich die Geißel und schicke ihr die Teile. Die wird lernen, mir keine Schwierigkeiten zu machen. Was?
Der Scheißkerl ist tot. Aber was ist mit Merit Ma'ats Tochter? Sie könnte noch leben. Und zwar hier in Memphis. Hey, was? Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Sei gegrüßt, Nibet. Bist du die Tochter des Kommandanten? Die bin ich. Kann ich dir helfen? Ich bringe dir sehr seltsame Neuigkeiten. Aber du musst mir glauben. Deine Mutter lebt noch. Meine Mutter? Ich wurde als Kind ausgesetzt. Wie kann das sein? Wer bist du? Du solltest das hier lesen. Lass dir Zeit. Entscheide, was du tust. Deine Mutter ist in Kerke, im Süden. Sie vermisst dich. Wenn du zu ihr zurückkehrst, sag ihr, dass ihr Magi-Freund seine heroische Aufgabe erfüllt hat.